Gott existiert, ja, und ihr hasst ihn, ja, und bei euch im Koran, bei euch in Saudi-Arabien darf keiner bei euch niemand darf nach Mekka und Medina als Ungläubiger, ja. Ihr müsst nach Mekka und Medina gehen, 5000 Euro mitbringen, euren Pass abgeben, Muslime selbst, ihr merkt es gar nicht, ihr merkt es gar nicht, ja, ihr merkt das gar nicht, wie ihr verarscht werdet von diesen Saudi-Stämmen, ja, da kommen dann Somalier, Türken, Amerikaner, Europäer, Muslime, was weiß ich was, und gehen dann dahin und laufen um den Mekka-Stein, müssen 5000 Euro abgeben, ja, bezahlen, also dich kostet der Aufenthalt da 5000 Euro mit, wo du schläfst und essen und blablabla, kostet dich 5000 Euro, ja, mit Flug und alles drum und dran, ja, und dann wird dir noch der Pass abgenommen, ja, dir wird der Pass, guck mal, was für eine Welt, was für eine weltliche, was für eine Sekte, das hat mit Gott überhaupt nichts zu tun, mit Gott überhaupt nichts zu tun, ja, du gehst in die Kirche rein und die nehmen dir dann ein, du gehst nach Rom zum Vatikan, da mal einen Monat zu bleiben oder eine Woche, und die nehmen dir den Pass da weg, ja. Was ist das für ein Kult? Was ist das für eine Sekte? Das hat doch mit Gott überhaupt nichts zu tun. Das ist total weltlich. Geld und Pass abgeben. Ja? Ja? Dr. Wake up. Ja? Und wenn du jetzt immer noch an den Islam glaubst, guck mal, so einfach. Ja, das ist, was ich meine. Man braucht, Leute, ihr braucht nicht großartig drum herum zu reden. Das ist, was ihr sagen müsst. Glaubst du wirklich, 300 Teenager warten auf dich im Himmel und 72 Jungfrauen mindestens als schlechtester Moslem? Ja? Mach dich ab. Mach dich ab. Red nicht mit mir. Ja? Nur so könnt ihr aufhören. Nur so. Viele fragen, wie kann man den Islam bekämpfen? Wie kann man dagegen gewinnen? Ich habe immer gesagt, man kann Terror nur mit Terror besiegen. Das sagen auch viele andere. Ja? Es geht aber auch, ja, die keinen Terror machen, ja, sondern den Terror verteidigen, aber selbst keinen Terror machen, Feigling-Moslems, ja, weil ein echter Moslem, der wäre nach ISIS gegangen, ja, Tufik, du bist doch ein echter Moslem, du bist nicht ISIS gegangen, mitkämpfen, das ist, was ein echter Moslem macht, ja, den Heiligen Krieg mit unterstützen, hast du nicht getan, ja, du hast nur ein großes Maul, genau wie damals, du hast nur ein großes Maul, ja, hast auch eine dicke Lippe riskiert, ja, und dann war ich da und hast du die Polizei gerufen. Du bist abgehauen, du bist weggerannt. Man hat dich in 2 Sekunden hat man dich nicht mehr gesehen. Du bist abgehauen. Ja? Damals eine dicke Lippe riskiert das erste Mal und bist abgehauen. Dann hast du die Polizei angerufen, hast denen was weiß ich was erzählt und hast du gesehen, wie die kamen. Die Polizei kam mit Maschinenpistolen, mit Spezialeinheit kam. Weißt du warum? Weißt du, wenn die Polizei nicht kommt mit ganz normalen Streifenwagen, sondern Spezialeinheit mit Maschinenpistolen, weißt du, was das bedeutet? Wenn du meinen Namen, weißt du, was das bedeutet? Und du bist so blöd, dass du das nicht verstanden hast. Weißt du, was das bedeutet? Wenn du sagst, zum Beispiel, Mirko Kovovic, ja, ist hier und der will hier Leute schlagen und bla bla bla. Und auf einmal siehst du, Sonderkommando kommt mit Maschinenpistolen. Weißt du, was das heißt? Dass dieser Mirko Kovovic eine ganz, ganz böse Nummer mal war. Ja, weil diese gucken dann, aha, okay, ja, Waffenbesitz, dies, das, was er alles gemacht hat, Strafregister und hin und her, ja, und in was er verwickelt war und blieb. Ich war nie ein Hochkrimineller, aber wenn es sein musste, ja, ich habe ja Menschen damals verteidigt, mir tun Menschen heute noch das Leben verdanken. Ich habe das gemacht, um Menschen zu verteidigen, nicht weil ich ein Krimineller war und war dann in solchen Bandenschlägereien und sowas auch mit verwickelt, ja, wo auch leider Menschen mit gestorben sind, ja, und darum habe ich mit 21 aufgehört, als eine gestorben ist, ja, und habe gesagt, es ist jetzt vorbei, ja, verstehst du? Und dann sehen die Polizisten, okay, ja, du hast das damals schon gemacht, ein großes Maul gehabt, ja. Und dann bist du abgezischt. Ja? Und dann eine Falschaussage, noch im Gericht eine Falschaussage gemacht und eine Frau geholt, so, damit ihr das alle jetzt wisst, was dieser Tufik für ein Typ ist. Ich hab das damals nicht gesagt, ja? Weil ich nicht wollte, dass ihm was passiert und sein Bruder in Schande leben muss. Ja? Und seine Familie in Schande leben muss. Und seine Kinder in Schande leben muss. Ja? Er ist vor Gericht, er hat dann ein Mädchen gezwungen, ja, vor Gericht aufzutauchen und auch diese Sachen auszusagen, die überhaupt nicht stimmen. Das Mädchen hat auch gelogen. Ich habe dem Mädchen auch nie was getan.
Wir haben uns auch jetzt vor 2 Jahren, guck mal, das ist jetzt schon 12 Jahre her, jetzt vor 2 Jahren haben wir uns auch mal wieder in Facebook geschrieben und ich habe ihr vergeben. Sie war jung, ja, auch ein 16-jähriges Mädchen. Du hast ein 16-jähriges Mädchen zu Gericht gebracht, eine Falschaussage gegen mich zu machen. Was ist los, Mann? Nimmst du deinen pädophilen, Entschuldigung, Prophet, P&P, Entschuldigung, P&P, ich habe mich versprochen. Pädophil und Prophet, Entschuldigung, tut mir leid. Ich habe mich nur versprochen, P&P. Nimmst du deinen Prophet, gehst du genau nach deinem Vorbild oder was? Ja, bringst eine 16-Jährige in Gericht, dass sie gegen mich eine Falschaussage machen soll. Ich hätte sie anzeigen können. Ja, ich kenne ihren Cousin. Ja, Entschuldigung, ihren Cousin, den Ibiza. Ja, der war mit mir im Kinderhort. Ja, wenn es nicht wegen seinem Cousin gewesen wäre, ja, ich habe geschwiegen und nichts gesagt. Ja, dass sie keine Anzeige bekommt, dass sie nicht Polizei strafrechtlich verfolgt wird. Weil das ein sehr guter Freund von mir war. Wir waren super, super Freunde immer. Ja, nicht immer dick zusammen, aber immer, wenn wir uns gesehen haben, respektiert und hallo und dies und das. Ich kenne seine Familie, er kennt meine Familie. Ja, ein Kroate. Und wegen ihm, ja, habe ich mir das alles dulden lassen und nichts gesagt. Ja, und zum Glück habe ich nur 3 Jahre Aufschub bekommen, ja. Ich hätte ins Gefängnis gehen können, ich hatte schon 3 Jahre Bewährung, ja. Was du gemacht hast, Junge. Und jetzt soll das jeder wissen, was du für ein Typ bist. Jeder in Sindling, in Höchst, in Kriegsheim, in Sossheim, in ganz Frankfurt, in Mainz, ja, in Wiesbaden, ja, in Offenbach, ja. Jeder soll wissen, was du für ein Typ bist, Tufik. Du bist ein Verräter. Du bist eine lange Zunge, ja. Du bist ein Abgebrühter, ja? Du hast zu mir gesagt, komm, lass alle Drogenverkäufer und alle Kriminellen verraten bei der Polizei, dann nehmen wir das Geschäft auf. So, jetzt wirst du sehen, was dir blüht. Jetzt wirst du sehen, was dir blüht. Die Leute sind zu meinem Bruder gegangen und haben gedacht, dass mein Bruder sie verpfiffen hat. Ja, und weil ich wusste, dass niemand mit meinem Bruder was tut, wegen mir und meinem anderen Bruder, meiner Familie, die haben ihnen zwar gesagt, stimmt das, aber niemand hat ihm was getan. Ja? Warum? Weil solche Wichser wie du, ja, rumgelaufen sind und die Leute verraten haben und dann erzählt haben, mein Bruder war das. Ich weiß ganz genau, wer das war, Tufik. Ich weiß genau, wer das war und ich habe geschwiegen. Weißt du warum? Weil wenn ich das meinen Leuten erzählt, ja, wenn ich das meinen Freunden, meinen Leuten erzählt hätte, du weißt genau, was damals passiert ist mit Leuten, die verraten haben. Und Entschuldigung, dass ich jetzt so spreche, aber du holst mich gerade wieder in diese Welt zurück, ja? Du Spaß, du holst mich wieder in diese Welt zurück. Warum? Ja? Und dass du mich jetzt mal endlich in Ruhe lässt, ja? Und sich andere kümmern, die mir ganz große Gefallen tun. Noch, weißt du, Menschen schulden mir noch ganz, ganz große Gefallen, denen ich Tausende von Euro gegeben habe oder mag, ja? Ihnen sogar mein Leben vor ihr Leben gegeben habe. Ja, mir den Kopf eingeschlagen haben, damit er wegrennen kann. Ja? Die Hand aufgeschnitten und was weiß ich alles. Ja? Diese Menschen schulden mir noch Riesengefallen. Wenn ich wollte, ich würde heute anrufen. Ja? Wenn ich wollte, ich würde heute anrufen und sage, hier, ich habe euch den damals immer geholfen. Jetzt habe ich ein Problem, ich habe kein Problem. Aber wenn ich jetzt ein Problem hätte, glaub mir, ich würde sofort 100.000 Euro auf der Bank haben. Also, was heißt auf der Bank haben? Zusätzlich auf der Bank haben. Ja? Du hast keine Ahnung, was Leute mir für Gefallen alles tun und was alle für Leute für mich tun. Mein Bruder hat mich jetzt angerufen und hat gesagt, ja, sag deinem Bruder schöne Grüße und wie geht's ihm? Sag ihm dies und das, wann kommt er denn mal wieder? Können wir ihn besuchen gehen und. Ja? Siehst du mal. Ich habe Leute, die wissen, wenn ich sauer bin, bevor ich ausraste, erledigen die lieber mein Problem, bevor das Problem, ja, Wurzeln schlägt. Verstehst du? Und die mir so viel für mich tun, ja, die alles für mich tun werden. Ich habe Leute, die alles für mich tun werden, Tufik, ja. Ich hoffe nur, dass sie nicht aus Versehen, ja, dich verwechseln und jemand anderen verletzen, weil die dachten, dass du das warst, ja, Tufik. Du hast dich in eine sehr heiße Suppe begeben, mein Freund, in eine ganz, ganz heiße Suppe. Du hast noch ein paar Tage Zeit, dich zu entschuldigen. Ja? Ihr seht, Leute,
Ihr seht, Leute, was die Moslems machen. Nicht alle Moslems. Was der Islam mit den Moslems macht. Entschuldigung. Ihr seht, was das macht. Der hat seine Frau eingesperrt, jahrelang, haben mir die Leute erzählt. Ja. Der wollte die ganzen Leute verraten, seine eigenen Leute. Ja. Seine eigenen Landsmänner wollte der verraten. Ja. Die Dealer und was weiß ich was. Und dann das Geschäft von denen übernehmen und viel Kohle machen. Ja. So. Bin ich ein Verräter? Das ist jetzt 15 Jahre her, wo du mir das gesagt hast. 13 Jahre. Ich bin jetzt 11 Jahre hier. 2 Jahre, 2 Jahre, bevor ich hergekommen bin. Ja, so 13 Jahre ist das her. Ja. Und du hattest schon Kinder gehabt. Du warst schon Vater. Du warst schon Vater und erzählst mir, du bist Ehrenmann. Ja. Und wolltest hier auf den Big Gangster machen. Ja. Ein Gangster redet nie. Ja. Ein Gangster redet nie. Vielleicht hätte ich reden sollen, dass du nicht in diese heiße Suppe gesprochen bist, gesprungen bist. Denn bei mir war das so. Ich bin gelaufen, ganz normal. Und dann kamen Polizeiautos, ja, und sind ausgestiegen. Und dann haben sie mir gesagt, sogar auf meinen spanischen Namen, du bist also der Angel. Ja. So. Ja. Wo der Mensch kam. Ja, neu bei uns, der Mensch. Gut, dann weiß ich ja jetzt, wer du bist. Ja, und dann sind sie mit 5 Polizeiwagen weitergefahren. Zu mir haben die gesagt, Angel, du bist ein schlauer Fuchs, aber irgendwann werden wir dich noch kriegen. Und so weiter. Und du machst hier auf mächtigen Gangster, du Bacillus, du Rectus Bacillus. Ich mit 21, dass die anderen mich hier nicht falsch verstehen. Ja? Ich mit 21 habe ich schon mit allem aufgehört. Und schau mal, ich war so jung. Ich war so jung und war schon so krass drauf. Ja? Stell dir mal vor, ich hätte weitergemacht. Ja? Stell dir vor, ich hätte weitergemacht. Du arme Kreatur. Ja? So. Ich hoffe, war jetzt das letzte Mal, dass ich irgendein Video wegen dir machen muss. Ansonsten werde ich dir zeigen, was der echte Islam ist. Dann werde ich dir zeigen, wer zur Mutter wird. Du hast meine Mutter Hure genannt, ja? Dann werde ich dir zeigen, wer zur Mutter wird. Mutter. Verstehst du? Okay? Du wirst dann mit eigenen Augen sehen müssen, wer zur Mutter wird. Okay? Letzte Warnung. Du hast keine Angst? Du scheißt dir vor Angst in die Hose. Wenn ich vor dir stehen würde, würde ich dir in die Hose scheißen. Du hast keine Angst. Du bist paranoid. Ja? Du hast nicht mal deine Frau auf die Straße gelassen, hast sie eingesperrt. Ja? Du bist paranoid, bist du. Ja? Dein jüngerer Bruder haut dir sogar aufs Maul. Dein jüngerer Bruder haut dir sogar aufs Maul. Und du kommst mir blöd. Ja? Na gut. So. Feierabend, alles klar? Ja? Ihr habt euch kaputt gelacht, dass die Muslime weltweit haben sich kaputt gelacht, dass der Dom verbrannt worden ist. Ihr lacht euch kaputt, ja? Bei allen möglichen Sachen lacht ihr euch kaputt. Ja? Da stirbt ein bekannter Christ oder hin und her, ja, geschieht ihm recht, also ja, Allah hat ihn bestraft. Da passiert irgendwo ein Erdbeben, ja, Allah hat die bestraft. Ihr lacht euch über Erdbeben kaputt. Ja? Wo Menschen sterben und dann lachen sich Muslime kaputt. Ja? Geisteskrank. Geisteskrank. Ja? Und das, nur, dass du eins weißt. Wer keine Angst hat, das bin ich. Ja? Wer keine Angst hat, das bin ich. Weil würdest du dich trauen, an meiner Stelle gegen den Islam vorzugehen, du Fotze? Ja? Jetzt hast du wieder großes Maul gehabt, hast wieder großes Maul gehabt und was machst du? Ja? Ich ruf die Polizei an, du machst mir Angst. Ja? Ich rufe die Polizei an, du machst mir Angst, was willst du von meinen Kindern? Lügst noch und stellst Sachen falsch dar. Seht ihr, wie Muslime drauf sind? Er stellt die Sachen falsch dar, als hätte ich was gegen Muslime gesagt, gegen seine Kinder, irgendwas wollte ich gegen seine Kinder machen und sagt ganz klar, dass ich nichts gegen seine Kinder mache. Und ich schwöre euch bei Gott, ich wusste, wo ich das ausgesprochen habe, habe ich schon gedacht, pass auf, der wird irgendwie das falsch darstellen mit den Kindern. Ich wusste das schon und dann lese ich das am nächsten Tag. Ja? Ihr seid so geisteskrank, seid ihr, so geisteskrank. Da schreibt einer grün und ihr sagt, was hast du mit rot, warum schreibst du rot, Alter?
Warum schreibst du rot, Alter? Alter, was meinst du mit rot, Alter? Ihr seid so geistig behindert, Alter. Da steht ganz klar grün und du sagst, wie schreibst du rot, Alter? Ja? Spastis, Alter. Spastis. Man könnte euch den ganzen Tag, ja, in Holzfällerlager mitnehmen, ja, und euren Kopf dazu gebrauchen, das Holz zu fällen, ja, und ihr würdet trotzdem nicht wach werden. Ja? Denn Jesus sagt, und Satan wurde zum Gott dieser Welt. Und wir haben den breiten Weg und den schmalen Weg. Und versteht das endlich mal, Christen. Und wenn ihr diesen breiten Weg nicht, ja, in euren Leben haben wollt,